Wie Sie vielleicht aus vorhergehenden Videos bereits entnommen haben, können Sie in Wabi Profi 3 auch selbstverständlich Lieferscheine abrechnen. Das Erstellen von Lieferscheinen ist sowohl in der Kasse als auch in der Rechnungskasse möglich. Hierzu nochmal kurz zur Erinnerung, wählen wir einen Kunden aus, egal welchen, also den tatsächlichen Kunden, verkaufen unsere Artikel und klicken nun auf Bezahlen. Nun können wir bei den Sonderfunktionen Lieferschein auswählen und klicken auf Weiter. Wir wählen Übernehmen und schon haben wir einen Lieferschein erstellt. Ja, so einfach ist es wirklich. Okay, aber es geht jetzt nicht darum, einen Lieferschein zu erstellen, sondern erstellte Lieferscheine abzurechnen. Hierzu können Sie auf Rechnungen Lieferscheine Angebote klicken, können dann auf Lieferscheine anklicken und nun könnten Sie einen beliebigen Lieferschein auswählen und könnten dann sagen Lieferschein in Rechnung. Nun steht Ihnen die Umwandlung von einem Lieferschein in eine Rechnung zur Verfügung. Haben Sie, wie in unserem Beispiel, mehrere Lieferscheine erstellt oder sogar viele in einem Monat und sagen, boah, das alles durchzuklicken ist ganz schöne Arbeit, dann können Sie natürlich auch die Mehrfachabrechnung verwenden, die Sie hier im Startmenü auf der rechten Seite über Ausgang bei Lieferscheinabrechnung wiederfinden. Wir haben nun ein neues Fensterchen vor uns, in dem die Kunden aufgelistet sind, die Lieferscheine oder für die Lieferscheine erstellt worden sind. In unserem Beispiel haben wir 4 Kunden. Für unseren ersten Kunden, unser Autohaus Schraubenmeier Hans, haben wir 2 Lieferscheine. Für den Franz Reiner haben wir auch 2 Lieferscheine. Für den Zeppel haben wir 1 und für die Susi Huber haben wir auch wieder 2 Lieferscheine. Darunter, nochmal zur Erklärung, haben wir die Lieferscheinansicht und rechts daneben haben wir die Details für den selektierten Lieferschein. Dieses Formular ist relativ selbsterklärend. Es ist sehr, sehr einfach gemacht, aber extrem mächtig von der Funktionalität. Gehen wir trotzdem kurz darauf ein. Die erste Option, was wollen wir tun, Aktion auswählen. Wir wollen den markierten Lieferschein und dann können wir entscheiden, ob wir ihn drucken oder abrechnen wollen. Wir können natürlich auch sagen, wir wollen alle Lieferscheine des markierten Kunden und in unserem Beispiel ist die Markierung für den Kunden einfach dieser Strich mit diesem kleinen Hausdach, das nach rechts rüber zeigt, bei der Susi Huber hier zum Beispiel. Okay. Oder wir könnten sagen, alle Lieferscheine eines markierten Zeitraums, den wir hier dann frei einstellen können. Oder wir können generell sagen, wir wollen für alle Lieferscheine eine Auswahl treffen. Okay, wenn wir sagen, wir wollen für alle Lieferscheine, wollen wir drucken, dann können wir einfach auf Drucken. Und nun können wir alle Lieferscheine uns ausdrucken lassen, also das heißt erneut ausdrucken lassen. Wenn wir hingegen abrechnen wollen, dann können wir natürlich unsere Auswahl natürlich abrechnen lassen. Hierbei möchte ich vielleicht noch vermerken, dass wenn wir etwas abrechnen, haben wir die Möglichkeit, eine Einzelrechnung pro Lieferschein zu erstellen oder eine Sammelrechnung zu erstellen. Eine Einzelrechnung im Klartext bedeutet für den Autohaus Schraubenmeier Hans, der bekommt aufgrund seiner 2 Lieferscheine 2 Rechnungen. Einmal eine Rechnung, die sich auf den Lieferschein 3 bezieht und einmal eine Rechnung, die sich auf den Lieferschein 6 bezieht. Sagen wir hingegen, eine Sammelrechnung wollen wir haben, erhält unser Kunde Autoschraubenmeier Hans eine Rechnung mit den Artikeln von Lieferschein 3 und Lieferschein 6. Also ist cool. Eine Einstellung, die Sie vielleicht nicht außer Acht lassen sollten, sind die Abrechnungseinstellungen. Ich empfehle Ihnen auf jeden Fall, spezifische Kundenabrechnungsarten zu verwenden, zu aktivieren. Das bedeutet, ein eventuell hinterlegtes Zahlungsziel wird berücksichtigt. Sollen die Preise auf der Rechnung dann netto oder brutto sein? Na, wenn es eine Firma ist, wie auch immer, das können Sie ja beim Kundenstamm hinterlegen. Oder Sie sagen, pass mal auf, standardmäßig soll auch die Rechnung, wenn Sie sagen, es interessiert mich alles nicht, was beim Kunden dort steht. Denn wenn Sie beim Kunden in den Abrechnungsarten oder beim Kunden bei der Bankverbindung IBAN und BIC eingetragen haben, dann haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, erstellt die Rechnungen per Lastschrift, also SEPA-Lastschrift, einzuziehen. Auch hier haben Sie eine komplette Anbindung für den Import in Ihre Bankensoftware in Wabi Profi 3 enthalten. Also ich empfehle Ihnen, spezifische Kundenabrechnungsarten zu verwenden, diese Option zu aktivieren
und bei dem Kunden oder bei der Anlage eines Kunden, und da gehen wir jetzt einfach mal auf den Schraubenmeier Hans, die dementsprechenden Informationen einzutragen. Das heißt hier die Banklerzahl, Kontonummer und so weiter. Auch bei den Konditionen eintragen, bekommt er einen Rabatt, bekommt das Konto oder hat er, was weiß ich, 10 Tage Zahlungsziel, wie auch immer. Diese Informationen würde ich Ihnen empfehlen, separat pro Kunden anzuwenden. Eine Frage, die manchmal auftaucht, ist eigentlich eigentlich selbsterklärend, aber trotzdem. Wenn Sie sagen, ich will den markierten Lieferschein, wie zum Beispiel für unseren Lieferschein 6, den will ich abrechnen und ich will für unseren markierten Lieferschein eine Sammelrechnung haben, das macht ja keinen Sinn, weil für einen Lieferschein eine Sammelrechnung zu erstellen macht keinen Sinn. Deswegen rutscht automatisch die Aktion, die Sie hier oben beim markierten Lieferschein am Anfang stand, automatisch auf alle Lieferscheine des Kunden. Also nur mal so als Background-Info. Okay, wir sagen, wir wollen alle Lieferscheine abrechnen, wir wollen eine Sammelrechnung haben, Einzelrechnung ist klar, und jetzt sagen wir abrechnen. Er sagt, okay, pass mal auf, für einige Kunden haben Lastschriftmandat, aber die Wabi sagt hier auch, pass mal auf, die Gläubiger-ID fehlt. Das heißt, wir klicken auf OK, es ist nichts passiert, wir gehen in die Systemeinstellungen und gehen auf meine Adresse. Hier finden wir eine Gläubiger-ID. Diese Gläubiger-ID erhalten Sie von Ihrer Bank oder von Ihrer Bundesbank oder wo auch immer. Fragen Sie einfach bei Ihrer Bank nach. Und wenn wir das nun bestätigen und machen das gleiche erneut, alle Lieferscheine, Abrechnung, Sammelrechnung, dann prüft Wabi Profi 3, sind alle Grundinformationen, die benötigt werden, auch vorhanden? Und jetzt könnte ich sagen, abrechnen. Ich wähle den Verkäufer aus, sage, ja, den Verkäufer will ich übernehmen. Und bei Mehrfacherstellungen, also das heißt, wenn Sie eine Sammelrechnung erstellen von mehreren Lieferscheinen, können Sie hier Standardtext hinterlegen, der dann zum Ausdruck kommt, wenn eine Rechnung erstellt wurde. Auch können Sie natürlich über die Textbausteine einen beliebigen Text anklicken, dann auf Übernehmen und den können Sie dann einfach noch mit rein importieren. Nun klickt man auf Übernehmen und jetzt druckt er. Und wir sehen hier oben, wie sich die Liste links oben bewegt, die Markierung, und wie die Lieferscheine unten auch blau werden. Das heißt, alles, was blau ist, hat er abgearbeitet und somit haben wir alle Lieferscheine, weil wir gesagt haben, wir wollen alle machen, auch abgerechnet. Das sehen wir nun, wenn wir auf Rechnungen, Lieferscheine, Angebote gehen, haben wir nun Rechnungen, die wir vorher nicht hatten, aber bei Lieferscheinen haben wir keine mehr. Die Lieferscheine sind immer noch vorhanden, aber beim Filter der Lieferscheine können Sie sagen, zeig mir mal die Lieferscheine an, für die eine Sammelrechnung erstellt wurde. Dann haben Sie die Lieferscheine hier vor sich, wo Sie eine Sammelrechnung erstellt haben. Gehen wir wieder auf die Rechnungen. Wir sagen hier alle Rechnungen. Und wenn wir uns nun eine Rechnung ansehen in der Vorschau, und ich habe das mal ein bisschen größer gemacht, damit Sie das vielleicht an Ihrem Bildschirm etwas besser sehen. Ist zwar jetzt ein bisschen verzerrt, aber ich hoffe, das geht so. Wir sehen hier, dass wir für unseren Kunden Schraubenmeier Hans eine Rechnung, eine Lastschrift erstellt haben. Und hier unten steht auch als Text, der Zahlbetrag wird von Ihrem Konto abgebucht, mit IBAN und BIC vom Kunden. Und hier haben wir eine Auflistung der Artikel, die auf den Lieferscheinen waren. Und jeder Artikel ist auch gekennzeichnet mit einer Lieferscheinverifizierung, das heißt mit einer Rückverfolgung. Diese Position 3 betrifft Lieferschein Nummer 3. Die Position 2 betrifft Lieferschein Nummer 3. Die Position 7 betrifft Lieferschein Nummer 6. Also das ist cool, weil so haben Sie auf der Sammelrechnung jederzeit die Möglichkeit, etwas zu reproduzieren. Und Sie können natürlich auch die dementsprechenden Lieferscheine, wenn Sie wollen, im Nachhinein noch ausdrucken und an diese Sammelrechnung mit beiheften, damit der Kunde es eventuell reproduzierbarer hat, wenn er denn einen Lieferschein eventuell verschmissen hat. Und wenn wir nun zum Beispiel den Lieferschein von unserem Franz Seppel anschauen, ist es so, dass hier kein Text steht, der Betrag wird abgebucht, weil wir gesagt haben, wir wollen die kundenspezifischen Informationen anwenden. Das bedeutet, wenn beim Kunden keine Bankdaten hinterlegt sind, können wir auch nichts von ihm einziehen, ist ja klar, ne? Deswegen sagt Wabi, aha, dieser Franzl Sepp hat keine Bankdaten, somit ist es eine normale Sammelrechnung. Und wenn wir uns unseren Automahaus nochmal anschauen, ist es so, dass wir hier die Bankdaten hinterlegt haben. Deswegen sagt er, der Zahlbetrag wird von Ihrem Konto abgebucht. Das ist cool.
So, jetzt könnte sagen, ja, jetzt hast du mir viel erzählt. Das Lieferscheinabrechnen, wie gesagt, ist eine tolle Funktion, spart extrem Zeit, geht unheimlich schnell und ist komfortabel und einfach zu bedienen. Jetzt könnten Sie sagen, ja, jetzt hast du so viel über das SEPA-Zeug erzählt, was mache ich denn damit? Ganz einfach, Wabi-Profi 3 sammelt, weil er weiß ja nicht, wann Sie irgendwann fertig sind. Das heißt, wenn Sie den ganzen Tag mit dem Programm arbeiten, dann kann er nicht jedes Mal eine SEPA-Datei erstellen. Weil SEPA-Dateien sind einzureichen mit in ihre Banksoftware, an ihre Bank, wie auch immer. Und zwar gruppiert nach Zahlungsdatum. Und das ist der Clou dabei. Das bedeutet, wo haben wir es denn? Wir haben hier, okay, das sind jetzt lauter gleiche Zahlungsziele, der 24.3. Okay. Aber wenn wir hier unterschiedliche Zahlungsziele hätten, zum Beispiel 21.3., 17.3., 10.3., dann müssten wir oder müsste das Programm verschiedene Dateien erstellen, die Sie dann in Ihre Bankensoftware importieren könnten. Und das machen wir einfach mal kurz. Hat jetzt zwar jetzt weniger was mit den Lieferscheinen zu tun, aber es ist ein sehr wichtiger und nützlicher Hintergrund vielleicht. In Ihren Installationsverzeichnissen in Wabi Profi 3 gibt es einen Ordner SEPA Export. Diesen Ordner SEPA Export, der ist wichtig, also nur damit Sie wissen, wo liegen denn die Dateien, die Sie eventuell in Ihre Bankensoftware importieren wollen, Star Money oder was weiß ich, wie sie alle heißen. Also nennt sich SEPA Export. Nun gehen wir her und gehen auf Verkauf und können nun hier eine SEPA-Prüfung durchführen. Hier prüft Wabi Profi 3, ob denn Lastschrifteinzüge vorliegen. Und in unserem Fall ist es so, er sagt, heb es mal auf, für den Import in die Bankensoftware oder in dessen Schnittstelle liegen Einzüge vor. Sollen wir das jetzt importieren? Ja, nein. Ne? Oder sollen wir die Datei erstellen? Wir sagen ja. So, und was ist jetzt passiert? Jetzt hat Wabi Profi 3 automatisch eine XML-Datei erstellt mit den jeweiligen Informationen. Und zwar hier mit dem Abbuchungsdatum 24.03.2014. Ja, klar. Das schaue ich mir jetzt einfach mal an mit Notepad++. Ist ein kostenloses Programm. Ist ein schöner Editor. Und das, so sieht es dann ungefähr aus. Und wir sehen dann hier, dass wir unsere Gläubiger-ID haben mit IBAN und SWIFT und den ganzen Zeug, mit Rechnungsnummern, mit Beträgen, mit Kundennummer, Rechnungsnummer, mit Einzelpositionsbeträgen, mit Datum und so weiter und so fort. Also, Lieferscheinabrechnung oder mehrfache Lieferscheinabrechnung mit Wabi Profi 3. Cool, einfach, easy zum Handeln. Zugleich volle SEPA-Anbindung, die Sie oben über Verkauf, SEPA-Prüfung erreichen können. Bedanke mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Tschüss.